Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Und ja, wie ihr seht, ich habe das Spiel ein bisschen heller gemacht. Ja, die Aufnahme, jede Aufnahme wird irgendwie ein anderes Problem. Sei es zu laut, sei es zurückliegen und diesmal war es eben zu dunkel. Ja, ne? Ich hoffe, es ist irgendwie besser geworden. Also heller kann ich jetzt von meiner Sicht auch nicht machen, weil sonst sehe ich ja nichts mehr. Das will ja auch keiner. Doch ihr wahrscheinlich schon, weil ihr seid, ich bin euch ja scheißegal. Ich bin nur der Typ hier, der mit seinem Headset vom PC hockt, in irgendwie einen Bildschirm reinspricht und denkt, er sei irgendwie cool. Ja. Ne, weil ich immer so angemerkt habe. Immer schon eine total positive Meinung über einen selber haben. Das ist, macht immer gut einen professionellen Eindruck. Und ja, egal. Wir sind weiter beim Farmen. Wir haben gerade ein bisschen Ernte gemacht. Wie gesagt, in der letzten Folge könnt ihr es alle ansehen. Playlist ist auf dem Kanal. Denke ich. Hoffe ich. Glaube ich. Und da fährt dann schon ein Farmtor hier vorbei. So, wieder ein kleiner Niese gerade. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Hört es wahrscheinlich gerade noch. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wenn ich dann... ab, wenn euch das stört. Aber für die, die trotzdem da bleiben, was hoffentlich ein paar sind, was ich nicht glaube, aber egal, ich mach's trotzdem, was habe ich schon großartig zu verlieren, ne? Hoffentlich gefällt es euch. Wenn ja, will ich mich natürlich über ein positives Däumchen freuen oder über ein schönes nettes Kommentar. Das ist mir auch sehr, sehr gefallen. Exzellent Atemgeräusche im Mikrofon. Ja, wir wollen wieder zurück zur Farm, wieder ein bisschen Ernte verkaufen, ein bisschen Geld auf Kralle haben und unseren 75.000 Euro Kredit abzuzahlen. Das kann vielleicht noch ein bisschen dauern, ne? Aber wir können auch mal so eine kleine Version hier machen, wo wir gerade schon mal da sind. Ist das auch neu? Wir könnten ja hier, ne? Feld kaufen oder bewirtschaften. Entferne bitte deine Ausrüstung. Okay, ich fahre ja schon weg. So. Ich fahre schon weg, ich fahre ja. Soll ich hier fahren? Ist so recht. So. Ich hoffe, es ist so recht. Und dann probieren wir mal die Mission hier aus. Mit einem Lamborghini. Okay. Ah ja. Von Alex Young, von Feld Nummer 19, sagt, Mann, ich muss wirklich etwas richtig gemacht haben. Meine Felder platzen aus allen Nähten. Sieht also so aus, als bräuchte ich ein paar zusätzliche Helfer, um es zu ernten. Jetzt macht sich die Erntemaschine, die ich letztes Jahr doch gekauft habe, bezahlt. Wenn du mit anpacken willst, dann warten 11.334 Euro auf dich. Geil. Mach mal. Sag ich doch nicht nein, ne? Okay, das ist unser Lambo hier. Läuft der schon? Ah, läuft schon, okay. Ja, Schleichgang, Rückwärtsgang. Das Gaspedal ist eine kleine Krankheit. Vom G920 von Logitech. Die Kollegen schon ein bisschen kacke gebaut, war. Aber naja. So. Kuppeln. Mit B aktivieren. Ich muss aber wirklich ganz hier an den Rand ranfahren. Das geht ein bisschen weiter, aber anscheinend nicht. Schade. Wir können gleich mal wechseln mit G, genau. Schnell den Blatt wechseln wir mal an. Zack. Seiken. Ego. Abgeliefert. So.
Jetzt sind wir hier schon am Ernten. Und zwar Rüben. Das muss ja schon wieder hochtransportiert werden. Das sieht wirklich richtig cool aus. Gefällt mir. Das ist einfach eine Textur, die sich bewegt, aber egal. Gefällt mir auf jeden Fall trotzdem. Aber ein bisschen Arbeit vor uns, ne? Nach nichts ist wieder schön belohnt. Mal so rum. Können wir natürlich nicht. Wow. Ich bin ja der beste Landwirt hier am Fach. Mal so hin. Klingt schon wieder irgendwelche. Es gibt bestimmt jemanden in den Kommentaren, der wieder sagt, dass es nicht richtig ist. Das weiß ich selber. Aber so geht es halt einfach gerade am effektivsten. Und Effektivität. Bestimmt das Handeln, ne? Wie Peter Schilling es so gut formuliert hat. Der Folge am Schielen. Ist man nicht anders von mir gewohnt, oder? Das ist nichts Falsches, ne? Hab euch im Auge. Ich weiß, wo ihr wohnt. Zumindest ein paar von euch. Die dürfen sich jetzt gerne angesprochen fühlen, wenn irgendjemand was von euch sagt, der kriegt jetzt aufs Maul. So. Anzeige gemacht, dass wir weiterspielen. Und läuft eigentlich momentan ganz gut, ganz solide. Wir haben schon die dritte Reihe in Arbeit. So ein wunderschöner Feldhäcksler. So ein Rübenernter. Okay, das hat sich erledigt mit extra absichtlich irgendwie so ein bisschen Rand. Vielleicht Rüben eigentlich auch mal einzeln aufnehmen. Das ist ja cool. So eine Rübenschlacht. Wenn es schon einen Basketballplatz gibt hier auf der Map, dann wäre so eine Rübenschlacht auch nicht schlecht. Aber so die Rübe per Hand aus der Erde reißen. Aber jetzt mit. Nicht? Okay. Dann nicht. Das ist ja voll die Langweiler draußen. Von den Monitoren, von den Empfangsgeräten, ne? Wolltest du da, was du schon sagt? Glaube ich gar nicht mehr. Egal. Das ist mir jetzt völlig scheißegal, ne? Hauptsache ist ja erstmal Spaß zuzugucken, ne? Ich glaube, es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und ja. Das ist ja wieder der erste Landwirtschaft zum Laden, wo ich richtig ans Werk gehe. Dann habe ich mal die ganzen Mods ausgetestet. Für diese Umstand noch gar keine gibt. Zumindest fahrzeugtechnisch gesehen. Aber LS hat ja ein bisschen gelernt bei den Moddern. Und hat schon ein paar Funktionen von, wie heißt der Mod da nochmal? Ach, keine Ahnung, von irgendeinem Mod hat er mit angenommen. Wie Motorstart und so, ne? Die LS-Kenner wissen, was ich meine. So, wir haben eine schöne Thumbnail-Pose. Vielleicht so? So ist gut, so ist gut. Sehr schön. Okay. Die Rüben immer aufgesammelt. Schön. Ein elegantes Wendemanöver. Baum. Steht mir nicht im Weg rum. Sehr schön. Weiter Haarschnaf. Haarschnaf, genau. Extended Lenkrad klopfen im Hintergrund. Wird man's? Love walked out of the door. Ich hab jetzt irgendwie Bock, ein bisschen CCR zu hören. Ich
Hört sich auch ein bisschen an, ich sehe es ja. Schön. Schön, schön. Ist ja geil, jetzt ist die Machine Link mit. Ich bin Grimmelpreisträger. Ja, ich wollte ihn. Irgendwann hätte ich ihn sowieso rausgehauen, wegen Grimme und so, ne? Hier, Grimme, Grimme-Preisträger. Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt mal hier schön erstmal die Blätter entfernt. Pixelt, wenn man so will. Wie von der Maschine aufgepflückt. Jetzt rüben. Der ist mal am Schiel gewesen gerade, egal. Dann ihn hier. Unten durch. Jetzt ist er irgendwie sortiert noch, keine Ahnung, wie es der Dreck rausgetriebelt, keine Ahnung. Und hier das wird aber hoch und hier, ne, und so, hier den Tank rein. Der schon zu 80% voll ist und wir haben es bald. Bleibt. Hier ist auch scheiße. Jetzt ist so. Rückwärts. Hier müssen wir mal zurückfahren. Das Sendemanöver ist mir nicht ganz geglückt, leider. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. So, aber jetzt sind wir wieder auf Kurs, so halbwegs. Wahrscheinlich haben wir dann die Hälfte. Der fällt dann hinter uns. Aber ich glaube, ich könnte mal eine Folge schaffen. Wenn ich jetzt keine weiteren Fehler mehr mache, dann können wir es schaffen, theoretisch. Was, so ein Lambo als Träger? Ist das auch nicht unbedingt schlecht, ne? Man ist zwar 2015 übernommen worden, aber ich sehe mal jetzt drüber hinweg. Läuft aber immer seine 360 Kamera, ist halt doch ein Lambo, der ist halt schnell, ne? Also für einen Drecker. Ja, ich weiß, der WCB Fast Track ist ein bisschen schneller, der darf auf der Autobahn fahren, ich weiß. Aber relativ, ne? Na? Ich hab grün übersehen. Ich will jetzt gar nicht rein. Mann, ich übersehe die ganze Grüne. Das war kacke. Grüne. Grüne war la Lüde. Keine Ahnung. Ich habe sie doch nicht mehr in der Folge. Und dann mal hier. Dann hier und dann so, ne? So, das klappt. So klappt es auch. Schön. Okay, wir haben 85%. Okay, wir schaffen es in der Folge doch nicht mehr. Gut. Ich gebe es ja zu. Ich habe es verschissen. Okay. Ich sehe meine Fehler ein. Ich lehre mir daraus. Glück und ich alle mal am Arsch lecken. Nein. Natürlich nicht. Das sind meine Best Buddies hier. Ohne euch wäre ich ja... was wäre ich denn dann? Keine Ahnung. Das sucht der die ganze Zeit nur vom PC auf. Scheiße, bin ich auch so mit euch. Fuck. Wann mach ich da? Wann mach ich da? Sag an mir. Jedenfalls mal das Feld. Die Ladung hier in der nächsten Folge fertig.
Wenn es euch wie immer gefallen hat, würde ich mich über ein positives Däumchen nach oben freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Enis Chinich. Und nicht auf dem hohen Norden. Also ich sage mal tschüss.